Glück mit dem Wetter und sportlicher Spaß am kleinen Fußball-Hartplatz in Rallersdorf. Beim Sommeropening 2017 gab es nicht nur Pokale zu gewinnen, sondern auch Sommercocktails und Köstliches vom Grill. Fußballhartplatz, die Mannschaften von der U9 Mannswörth bis hin zu den Senioren, auf den heurigen Bänken die Rallersdorf und Schwächerter Stadträte an der Cocktailbar. Das Summer Opening der SPÖ-Sektion Rallersdorf machte allen Beteiligten offenbar großen Spaß. Wir ließen uns von Stadträtin Vera Edelmeier einen Kokoscocktail mixen. Was mischen Sie denn so alles zusammen heute? Etliche Cocktails, mehr als was auf der Getränkekarte steht, weil immer doch Sonderwünsche dann kommen und irgendwo hat man doch Fantasien und alles ist möglich. Was ist denn besonders beliebt? Cabrinha, interessanterweise diesmal. Es wechselt von Jahr zu Jahr. Heute ist anscheinend, nachdem doch die Sonne rausgekommen ist, dieses Getränk bevorzugt. Aber ich sehe da auf der Speisekarte auch Sex on the Beach. Ja, natürlich. Der darf doch nicht fehlen, oder? Ja, der Beach ist schon einmal da, aber alles andere ist wahrscheinlich Erregung öffentlichen Ärgernisses, oder? Ja, aber man kann natürlich, nachdem ja solche Feste als Kontaktaufnahme sehr wohl auch gedacht sind, ne? Schauen wir, wie der Abend dann verläuft. Das Ziel der Veranstaltung ist, glaube ich, dass wir alle gemeinsam den Sommer begrüßen. Das ist ja schon ein quasi Traditionsfest der Sektion Rannersdorf. Und einerseits wird Fußball gespielt, wo einer Gaude ist und auch ein bisschen Ehrgeiz dabei ist. Und ansonsten treffen sich Rannersdorfer, Schwächerter, wer auch immer den Weg hierher findet. Und es gibt was zum Essen, es gibt sehr gute Cocktails. Und wir begrüßen gemeinsam den Sommer, würde ich mal sagen. Jede SPÖ-Sektion der Stadt hat inzwischen so eine traditionelle Veranstaltung. Rannersdorfer haben eben hier dieses Summer Opening und es wird sehr gut angenommen, auch von sehr vielen jungen Menschen, was uns sehr freut. Und da wird eben Sport mit Gesprächen verbunden und das soll auch so weitergehen. Und ich denke mal, das ist ein sehr guter Anlass, um auch den Sommer da in Schwächert begrüßen zu können. Was sind das für Mannschaften, alle aus Schwächert, Rannersdorf? Unterschiedlich, auch einige aus Wien. Ganz spannend auch, viele Mannschaften sind nicht nur das erste Mal heute schon da, sondern kommen seit Start dieser Veranstaltung und sind schon traditionell Stammkunden bei uns. Und das ist jetzt ein verkürztes Feld, das heißt, es gehen die Spiele auch schneller? Wir spielen auf 10-Minuten-Turnierbasis, ja, absolut. Ist ein Kleinplatzturnier im Fachjargon des Fußballs, findet aber großen Anklang. Und haben Sie da auch irgendwelche Anliegen aus der Rannersdorfer Bevölkerung gehört? Also unsere Funktionäre hier nehmen die auch gerne entgegen und führen auch die Gespräche. Es gibt immer wieder was aus den Grätzeln, aus den Nachbarschaften, Anliegen, aber wie gesagt, die konkreten Anliegen werden dann die Funktionäre entgegennehmen. Und haben Sie selber auch schon mitgespielt heute? Nein, ich bin hier eher als Gast da und werde das ganze sportliche Treiben da mit meinem Bier in der Hand verfolgen und dann nachher bei der Siegerehrung auch dabei sein. Übergeben Sie die Pokale? Werden wir so machen, genau. Die Leute kommen hier gerne her, genießen die Cocktails, genießen das Gegrillte und freuen sich hier bei einem geselligen Beisammensein. So gemütlich wie das da ausschaut, könnte das ja eine fixe Installation werden hier, wie so ein Summer Stage. Das ist grundsätzlich eine sehr nette Idee. Vielleicht funktioniert es auch deswegen jedes Jahr so gut, weil es halt in der Form hier nur einmal im Jahr gibt. Aber in ein paar Wochen gibt es dann in Schwächert drüben sozusagen eine ähnliche Veranstaltung. Das ist halt die Cocktailbar an der Sektion 1. Die machen wir auch traditionell immer im Sommer. Und wir machen die, schauen, dass wir die Termine so halten, dass die Lust auf Cocktails wieder riesengroß ist. Und dann gibt es sowas nochmal. Vielleicht wäre es wirklich eine nette Idee. Ich werde das mal sickern lassen.